Rührt euch. Major, Maga, Isarun von Spogelsen. Preios zum Gruße. Was Ihr zum habt Gruß? hier das Kommando gerade? Wohl zwangsläufig. Statusbericht. Ich bin alleine. Wir wurden bestohlen von anderen Bandstrahlern. Verzeiht mir, ich bin noch dabei, diese Burg zu... Ich bin etwas überfordert, verzeiht. Ich bin nicht dafür aufgebildet. Ich bin zwar ein Offizier, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass mir jetzt eine ganze Burg zugefallen ist. Ich dachte mir einfach nur, es wäre sinnvoll mit einigen der... Es sind tatsächlich wohl Deserteure. Aber was bleibt mir anderes übrig? Richtig, beruhigt euch erstmal. Ihr macht schon eure Aufgabe richtig. Kriegt ihr einen Satz aus Garnet mit, Frau Major? Nein, fürchte nicht. Wir müssen uns erstmal einen Blick von der Lage hier machen, weswegen ich auch gerne den Statusbericht wollte. Wie lange seid ihr denn schon hier? Seit grob einem Monat, bin ich der Meinung. Naja, kurz vor den namenlosen Tagen, Frau Major. Und dann, ich muss tatsächlich eine Meldung machen, Frau Major, denn es geht nicht, dass mich... Auch wenn ich hier den wahrlichen, als ob man steht es mir natürlich nicht zu, aber ich habe versucht, dann die Asservatenkammer dann zu verschließen, und dann kam Alduin von Bregelsaum vorbei und hatte dann die Herausgabe von Artefakten verlangt, und er hat die heiligen Artefakte von St. Gilborn mitgenommen, Frau Major. Das ist ein Ketzer. Ja, ganz eindeutig, und dabei haben wir ihn noch vor wenigen Wochen gesehen. Wenn ich gewusst hätte, dass er so etwas vorhätte. Und er ist hier einfach hereinmarschiert und hat sich die Sachen mitgenommen. Kam er allein? Nein, mit einigen Sonnenlegionäre waren das nicht. Das waren Haderlumpen, aber er nannte sie Streiter des Lichts. Sonnendiener. Räumsjunge. Sie hatten ebenso abgerissene Kutten wie die Deserteure, die ich hier benutze, um wenigstens etwas Ordnung hier zu bringen. Ich werfe den anderen mal einen bedeutungsschweren Blick zu. Wie lange ist das her? 2 Wochen, mein Herr. Ob Jalan dabei war? Habt ihr so einen... Nein, vor 2 Wochen war Jalan noch bei euch, also es muss davor gewesen sein. Ja. Im Angesicht der Tatsache, ihr habt mehr getan, als ihr konntet. Und ihr habt diese Burg einen ganzen Monat alleine gehalten? Ja. Ja, mein Herr. Dann hat Prius wohl den richtigen ausgewählt, oder? So kann ich nicht sagen. Nun, es sind immer die Götter, die ihre Diener auswählen, nicht wir, die uns den Dienst auswählen. Dürfte ich fragen, ob ihr jetzt die Asservatenkammer gesichert habt? Schaut dich misstrauisch an. Ja, mein Herr Zauberer. Sehr gut, sehr gut. Schaut wieder so ein bisschen feindselig rüber zu Isarun. Wollt ihr wohl etwas mitnehmen daraus? Nichts liegt mir ferner. Was unterstellt ihr mir? Ich unterstelle euch gar nichts. Außer ihr möchtet das natürlich. Es sind Koschbasaltkammern. Ich wüsste nicht, was hier besser verwahrt sein könnte als schwarzmagische Artefakte. Das ist wohl wahr. Natürlich werden sie in der Stadt des Lichts wahrscheinlich noch ein bisschen besser geschützt, aber dorthin zu kommen ist dieser Tage nicht ganz einfach. Ich denke, der Herr Preios hat hier den richtigen hingesetzt. Wenn ihr nur noch etwas zuverlässigere Leute hättet. Ja, Frau Major, wenn ihr mir weitere Mann aus Gareth vielleicht mit ein paar Sonnenlegionäre entbehren könntet, wenn ihr dort Meldungen machen könntet, ich wäre euch sehr verbunden. Ich weiß natürlich nicht, wie schnell ich wieder nach Gareth komme. Aber wenn wir hier auf Auralet vielleicht übernachten dürften und ihr mir ein Schreiben anfertigt, dann werde ich es gern in Gareth abgeben, sodass euer Orden euch in Satz entsenden kann. Wohl, Frau Major, ihr könnt natürlich die beste Stube haben. Ich werde verzichten auf diejenigen Kammern, die ich jetzt für mich habe. Ich habe es natürlich nicht gewagt, dann die Kammer von dem Oberhaupt zu benutzen, weil das steht mir natürlich nicht zu, auch wenn er verstorben ist. Danke, da sind wir euch sehr verbunden. Merian war ein guter Mann. Bestimmt. Gewiss doch. Soll ich die Mann in die Kapelle rufen, damit ihr einen Gottesdienst abhalten könnt? Kapelle der Reinigung oder die Ukuri-Kapelle?
das stünde mir wohl kaum hier zu. Wenn ihr allerdings einen Götterdienst abhalten wollt, wieso fragt ihr nicht seine Gnaden hier? Genau, Karinor, bequatscht die mal. Nun, ich kann zwar nicht behaupten, dass ich für Praia spreche, doch einen Götterdienst werde ich problemlos abhalten können. In diesen schwierigen Zeiten ist uns jede göttliche Unterstützung willkommen. Das wäre meine Freude. Also gut, dann ich rufe die Männer zusammen und dann könnt ihr in 10 Minuten noch einen kurzen, vor dem wahrlichen Sonnenuntergang noch eine kleine Andacht halten. Hauptmann sagt, könnten wir hier übernachten? Das hat er uns doch schon zugesichert. Ah, gut, dann zeigt uns vielleicht die Räume, in denen wir übernachten können. Jawohl, das werde ich tun. Ja, und so könnt ihr gemeinsam mit ihm durch ein weiteres Tor treten und in die Sonnenburg, den höchstgelegenen Teil von Auralet, vordringen. Mit den normalerweise Burgkaplanen, die dann hier sich aufhalten. Jetzt allerdings sind die Kammern verlassen. Es sind sehr einfach gehalten, Steinpritschen und spartanisch eingerichtet, aber ihr wisst wohl auch, wie die einfachen Bandstrahler dann nächtigen, also umso schlimmer. Ein wenig Stroh, was dann auf den Steinpritschen liegt, und so könnt ihr dann eure Sachen hier ablegen. Noch einmal kurz in die Vorräte beißen, die ihr mitgenommen habt, Käse, Wurst, und dann ja, muss sich Kiaris tatsächlich auch Gedanken machen, wie er jetzt die Deserteure und den Hauptmann Greifax seiner Andacht versorgt. Ja, ich gehe so ein bisschen zur Seite, nehme schon mal ein kleines Handbuch heraus und schreibe so ein paar Zeilen, was ich den Männern erzählen könnte, um ihnen Mut zu machen, ohne nun sie direkt auf ihre aktuelle Situation hinzudeuten. Ja, Karina, wir sind alle gespannt. Wir kommen natürlich auch. Nicht, dass wir was Besseres zu tun hätten, aber wir freuen uns natürlich. Ihr seid bestimmt der erste Mann außer Landfahr, der hier vorspricht. Ja, kurz nachdem ihr dann eure Kammern bezogen habt, werdet ihr dann auch mit einem Glockengeläut in die Kapelle gerufen. Intuitiv könnt ihr dann dem Geläut folgen und steht dann in der Ukuri-Kapelle. Die füllt sich nach und nach mit mürrischen Glücksrittern, Söldnern, Soldaten, Bauern, Deserteuren, die ihr mit einem skeptischen Blick mustern könnt. Haben sich wohl vor 2 Monaten von der Schlacht hier getrennt und dadurch ihr Leben behalten, aber mit ihnen wäre es vielleicht besser gelaufen. Ja, ich setze mich völlig selbstverständlich in die erste Reihe und versuche den anderen ein gutes Vorbild zu sein. Ich setze mich in die letzte Reihe, in die Nähe der Tür. Ja, ich würde mich auch nach hinten setzen. Gut, und dann steht Hauptmann Greifax ganz vorne, neben dem großen Altarraum. Und Kiaris kann dann neben ihn treten. Kurz hast du wieder einen Gedankenabdruck in dir. Du siehst, wie du in der Priesterkaiserlichen Noralexa gerade stehst, Kiaris, und das riesige Loch, was neben dir im Boden klaffte. Aber hier ist keins. Hier sitzt kein namenlos Hochgeweihter in einem Keller und lauscht oder gibt dir Flüsterungen in deine Gedanken ein. Trotzdem hast du wieder ein kurzes ungutes Gefühl und dann hast du gar nicht mitbekommen, wie Hauptmann Greifax sich angekündigt hatte. Der hat sich jetzt wohl gerade neben Isarun gesetzt. Plötzlich stehst du alleine vorne neben dem Altar und viele, viele Männer blicken dich an. Ja. Ich schaue einmal durch die Runde, bevor ich mein bestes Lächeln präsentiere. Natürlich jetzt wieder meine Abzeichen der Raya trage, meine Robe übergeworfen habe, das Effort-Symbol, das ich um den Hals trage, herausgeholt habe, breite die Arme aus und mit lauter Stimme intoniere ich: Männer der Mark, Männer des Mittellandes, Diener der Zwölfe,
hier in diesem heiligen Hallen, trotz aller schwerer Zeiten, sind wir zusammengekommen im Glanz der Sonne. So ist es Prei, aus der heute für uns den Tag verabschiedet. Boron, der über unseren Schlaf wachen wird. Travia, die uns gestattet, hier einzukommen. Und Raya, die uns mit Harmonie füllt. Habt Mut für den neuen Tag, der kommen wird. Das Licht, das über uns scheinen wird. All unsere Sünden, die vergeben werden. Die Zukunft, für die wir arbeiten werden. So habt Mut und blickt auf einen neuen Tag, auf das einst unsere Heimat wieder frei sein wird. Hört, hört! Eures Volt! Sehr schöne Ansprache! Ja, danach hole ich dann so jeden Einzelnen nach vorne und gebe ihnen so einen kleinen persönlichen Segen und mit Rosenwasser streiche ich jeden einmal über die Stirn, um sie zu segnen. Gut, willst du mal eine Liturgie-Kindersprobe uns zur Verfügung stellen? Gerne. Kann ich mir dabei die Leute anschauen, zumindest in meiner Reihe, die nicht so wirklich begeistert aussehen? Also ich möchte nach Leuten schauen, die da jetzt nicht so Bock drauf haben in der letzten Reihe. Ja, du darfst mal entweder Heilkunde Seele oder Menschenkenntnis. Nur Menschenkenntnis. Ja, habe ich mir gedacht. Das würde ich auch gerne probieren. Oh, 2 Punkte. Komm, dann mache ich auch mit. Finde die Sünder. Ja, also Rafim klebt mit den Lippen an der Predigt von Kiaras, die natürlich herausragend ist, wie immer. Ihm fällt gar nicht auf, dass es um Praios geht. Er sieht aber nur, wie sich die Lippen von Kiaras bewegen und ein Karinor, einfach ein Karinor, wie er im Buche steht, ein Anführer, wo Isarun sogar zurücktritt. Abelmir, du bemerkst, dass sie sich wohl gar nicht für die Predigt interessieren, sondern eher Isarun feindselig anstarren. Und Isarun, du bemerkst das auch, viele haben Angst, dass sie jetzt hier von dir angeklagt werden. Und auch wenn du ganz vorne sitzt, aber du kannst wohl in den spiegelnden und reflektierenden goldenen Platten erkennen, wie die Blicke dann auch auf dir oder deinem Rücken liegen. Und du bist sehr froh, dass die Sonnenburg verschlossen werden kann und dass man dann nicht mit dem, ich sag jetzt mal Pöbel, mit den Deserteuren in einer Burg schlafen muss, sondern die daneben nochmal einen eigenen Wall haben. Okay. Ja, ich lasse mir selbstverständlich gar nichts anmerken und gucke vielleicht nur noch ein bisschen arroganter als sonst rein. Mhm. Ja, nach der Predigt können die Deserteure, die Glücksritter können es gar nicht erwarten, wenn sie dann wieder, ja nicht auf ihre Posten kommen, aber vor allem sich dann in den Innenhof oder in den Vorhof zurückziehen können und da dann die Tore dann noch verschließen, sodass dann eben auch keiner nach Sonnenuntergang mehr hineinkommen kann. Sie reden wohl über Geister, die nicht hier in den Festungen sitzen, aber die wohl von Süden aus hier hochgewandert sind, aus den Hügellanden, kann man wohl von einem Finstermann hören, der hier die Bewohner quält oder quälen möchte, aber die Festungen sind natürlich sicher, also allerlei Gerede, was hier dann im betrunkenen Zustand auf die Deserteure einprasselt. Derweil ruft euch Hauptmann Greifax, vor allem Isarun, dann auch nochmal wieder in seine persönlichen Gemächer, die er jetzt hier bezogen hat von den Kaplanen. Nicht das Zimmer, wie gesagt, von Rafferian, aber die Burg hochgeweihten dann, die hier in Auraler damals saßen. Ja, dann komme ich gerne dazu und wer möchte, kann sich gern anschließen. Ich würde auch mitkommen. Noch auf dem Weg nochmal Karinor auf die Schulter klopfen. Ach, das war eine wunderbare Predigt, Karinor. Inspirierend, in der Tat. Ich habe mich gefühlt wie in der Heimat. Es fehlte nur der Peitschenknall. Ihr habt eure Sache sehr gut gemacht. Frau Major, schön, dass ihr gekommen seid. Ich muss euch noch andere Meldungen machen. Ich habe gesehen, dass ihr in der Kapelle einen sehr aufmerksamen Blick habt. Und wir haben in der Koschbasaltkammer haben wir natürlich auch, oder vor allem ich, habe einige Aufzeichnungen gesucht und es sind wohl verschiedene Gegenstände verschwunden.
Nicht nur der heilige Schädel vom St. Gilborn, den Alwin der Ketzer mitgenommen hat, sondern die Plagenknolle ist unter anderem verschwunden. Und andere Werke. Ich weiß gar nicht, wie viele von den Büchern dann noch eingeschlossen liegen sollten, aber es sind zumindest eine ganze Menge an Pergamenten und Büchern. Habt ihr denn eine Aufstellung gemacht von den Gegenständen, die fehlten? Übrigens, die Plagenknolle, die wurde mit Einverständnis des vorherigen Kommandanten, zumindest meines Wissens nach, entfernt. Okay. Also, laut den Aufzeichnungen, die ich habe, soll sie wohl gestohlen sein von einem KGA-Agenten. Ach, das kann natürlich auch sein, dass... Naja, KGIA. Nun jedenfalls, diese Sache ist uns schon bekannt, dass sie entfernt wurde. Die genauen Umstände waren uns tatsächlich nicht. Oder waren sie uns bekannt? Erinnert ihr euch noch genau, wie das damals war? Nun, ich denke, das muss den Hauptmann nicht weiter interessieren, die näheren Umstände. Ja, schaut euch wieder feindselig an. Was guckt ihr so? Das geht euch nichts an. Ich bin der Bannstrahler dieser Burg. Und wenn ihr etwas darüber wisst, Magier, dann habt ihr es mir zu sagen. Ja, zumindest vorläufig. Ich denke nicht, dass euch die Reichsinterner etwas angehen. Die Reichsinterner? Die sind Artefakte, die von der Priorskirche geborgen worden sind. Nun, darüber ließe sich streiten. Nichtsdestotrotz müsst ihr darüber nichts wissen. Wenn ihr einen Dispens habt, über diese Dinge zu erfahren, dann zeigt ihn mir bitte. Frau Major. Ja, ich weiß schon. Aber mir haltet euch etwas zurück. Es ist schon richtig. Wir wissen, glaube ich, auch nicht die ganze Wahrheit darüber. Es ist eben die KGIA. Die hat nun mal ihre Geheimnisse. Wichtig ist aber zu wissen, die Plagenknolle wurde ordnungsgemäß verwendet und wurde, glaube ich, auch währenddessen zerstört bei der Schlacht von Werheim oder der Vernichtung von Werheim. Ja, ich glaube, sie ist dabei kaputt gegangen. Nun, auf jeden Fall hat sie geholfen, den Ketzer zu zerstören. Richtig, sie war eine wichtige Hilfe darin, den Vorstoß der Untoten zu brechen. Also das Mithraelsfeld, okay. Aber es gibt Brandzeichen. Irgendjemand hat dort wohl im Inneren der Koschbasaltkammern heiliges Brandöl benutzt, um... Das ist nicht zum Lachen, mein Herr. Ja, nee, habt ihr recht. Lass euch in Ketten legen. Das werdet ihr nicht tun. Was mehr Respekt. Nun, also, was wurde denn verbrannt? Wisst ihr das? Es wurde nichts verbrannt, aber irgendjemand hat mit Brandöl herumgespielt. Ah, war das nicht als... das war wegen den Ghulen. Loszuwerden? Was redet ihr denn von Ghulen? Ghule können hier nicht vordringen. Sie haben sich versucht, durch die Wände hindurch zu graben und nun... Völlig unmöglich. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir das Brandöl benutzt, es in die Wände hineingepumpt und die Ghule verbrannt. Isero, du merkst wohl, wie er fast anfängt zu weinen, aber seine eiserne Disziplin lässt das wohl nicht ganz zu, aber er schaut, er muss sich gerade zusammenreißen. Nun, Hauptmann, habt ihr nun eine Aufstellung der Sachen, die weggekommen sind? Frau Major, darf ich offen sprechen vor den anderen? Ja, natürlich dürft ihr. Der Eisenkragen des Verräters fehlt. Na, top. Oh. Der erzdämonische Herr der Rache. Ja, ich verstehe schon. Ein Teil des Frevlergewandes, Frau Major. Und das ist euch erst jetzt aufgefallen? Vor ungefähr 3 Wochen, also. Ich weiß auf alle Fälle, dass Alwin der Ketzer ihn nicht hat. Irgendjemand muss in unserer Abwesenheit hier vorgedrungen sein und hat ihn entwendet. Das ist schlecht. Ich nehme mal nicht an, dass ihr irgendwelche Informationen darüber habt, wer in der Zeit zwischen der Schlacht auf dem Mithraelsfeld und eurer Ankunft hier war. Nein, Frau Major. Das ist natürlich eine richtig schlechte Neuigkeit. Natürlich ist es für euren Orden sehr bedauerlich, dass der Schädel des heiligen Gilborn verschwunden ist. Allerdings ist er kein erzdämonisches Artefakt, mit dem jemand noch schlimme Dinge anstellen könnte. Was mich viel mehr beruhigt, ist, dass die anderen Bücher, wie gesagt, es kann sein, dass noch andere fehlen, aber so etwas wie das Arcanum wurde liegen gelassen oder die Testamente von Borberat, ebenso wie die Chroniken von Ilaris, die 13 Lobpreisungen, all dies liegt immer noch in den Bücherregalen.
Wer auch immer hier vordrang und diesen Eisenkragen mitnahm, er hat sich nicht für den Ogerspiegel interessiert oder für den Gürtel aus dem Wolfsleder. Er oder sie wollten nur den Eisenkragen. Das deutet darauf hin, dass es jemand sehr Mächtiges ist, dem die anderen Artefakte oder verbotenen Werke egal waren. Eine oder sehr der gezielt Nachricht. Etwas gesucht hat und den Rest nicht braucht oder nicht weiß, was er damit anfangen kann. Oder an Ort und Stelle vielleicht einen Pakt eingehen wollte. Hauptmann, wir werden jetzt gemeinsam nach unten gehen, den Katalog konsultieren und genau feststellen, was alles entwendet wurde. Ihr fertigt dann ein Schreiben an, das ich dem Hauptsitz oder falls noch tatsächlich irgendwelche Bandstrahler ich sehen sollte, zur Not werde ich es in der Stadt des Lichtes abgeben. Jawohl, Frau Major. Ja, dann verabschiede ich mich erstmal von den dreien und gehe mit dem Hauptmann runter, um zu katalogisieren. Gut. Überlege gerade, gibt es da eine schöne Probe, die du mir anbieten kannst? Also für irgendwelche magischen Artefakte natürlich Magiekunde. Rechtskunde finde ich gut. Ja, können wir auch machen. Kunde finde ich gut. Möchtest du beide haben? Gib mir mal Rechtskunde. Du darfst aber Magierecht mit benutzen als Spezialisierung. Mhm. Die Probe. Mhm. Ja, die fällt auf, dass nach ungefähr 2 Stunden seid ihr fertig. Die Plagenkontrolle fehlt natürlich. Du kannst noch das Brokatkissen erkennen, auf dem diese kürbisgroße Aureole ehemals lag. Die Zayat-Glyphen, die auf dem Brokatkissen eingewebt, eingestickt sind. Den wahren Namen von Rahast, das hast du natürlich nicht erfahren, aber beim kurzen Überfliegen kannst du auf alle Fälle erkennen, dass sie eben damit verknüpft sind. Du siehst die einzelnen Bücher, die Angst von Archon Megalon, das Arachnoide Almagest, sind wohl einige Spinnen, die wohl gerade auf diesem Buch herumsitzen und das eingesponnen haben. Das Arcanum, das zweimal eine Ausgabe von Borberats Testament. Wie gesagt, die Chroniken von Ilaris, ätherisches Geflüster, die Offenbarung des Nairakes und 2-mal die Philosophia Magica, die wohl von Galotta in Umlauf gebracht worden ist. Ja, der Ogerspiegel, der wohl auch mal von Galotta erschaffen worden ist. Das Feldzeichen vom Theaterritterorden. Was auch immer das hier macht, ob das wirklich jetzt verflucht ist, man mag sich darüber streiten, was damals bei den Theaterrittern abgelaufen ist, dass die Prioten sie niedergerungen haben, eine Scheibe aus Rotgold, irgendwas mit Orks oder sowas, Gürtel aus gerötetem Wolfsleder und ja, der Eisenkragen von Blackerats fehlt. Also es sind, wie gesagt, die Plagenknolle, die fehlt, dann der Eisenkragen und der Schädel von St. Gilborn wurde in Hiob bewahrt. Das ist natürlich eine heilige Ordensreliquie. Die gab es dann oben im Tempel. Aber auch die würde fehlen. Ist natürlich jetzt nicht aktuell in diesem Raum. Mhm. Und du siehst natürlich das große Loch, was Rafim mal gemacht hat mit den Brandspuren. Ist denn durch das Loch irgendwie die Sicherheit der Koschbasaltkammern gefährdet oder war das irgendwie so weit abseits, dass man da jetzt nicht einfach so reinspazieren könnte? Nee, also das ist sehr klein gewesen. Du erinnerst dich noch, Rafim hatte ja was rausgebrochen, hatte dann einen Tonkrug hindurchgeworfen und es riecht auch noch ein bisschen nach verbranntem Fleisch, aber er hat dann diesen großen Stein auch wieder davor gesetzt, sodass sie dann im eigenen Saft dann geschmort sind. Du kannst das nochmal betrachten, du kannst auch diesen Stein nochmal herausheben, gemeinsam mit Hauptmann Greifax. Siehst dahinter aber auch nichts, also nur Brandspuren von außen, keine Gule, stinkt einfach noch. Aber die Leichen wurden wohl auch wieder gefressen. Den Gang einfach. Leichen wurden gefressen? Sag mal, Hauptmann Greifax. Ihr wisst schon, dass hier Gule in den Wänden waren. Nein. Wie ich bereits sagte, Gule können nicht in diese Burg eindringen. Das ist es, was man euch beigebracht hat, aber das ist offensichtlich nicht korrekt. Meine Gefährten haben noch vor der Schlacht von Wehrheim hier Gule bekämpft.
Das bedeutet, dass ihr sehr aufmerksam sein müsst und diese Bedrohung nach Möglichkeit vernichten müsst. Diese Artefakte sind hier nicht mehr so richtig sicher. Ihr müsst euch also wirklich etwas überlegen, um da was dran zu tun. Und solange ihr keinen Entsatz von wirklich zuverlässigen Bandstrahlern bekommen könnt, würde ich euch empfehlen, hier alles so gut einzumauern, wie es geht. Ja, ja, natürlich, Frau Major. Brauche ich umso dringender einen Entsatz aus Garad. Überall brennt es. Da sprecht ihr ein wahres Wort. Das Reich macht eine sehr, sehr schwere Zeit durch. Umso dringender brauchen wir Leute wie euch, die hier die Stellung halten und die Werte der Götter hochhalten. Ich habe gehört, dass Anzel von Rabenmund jetzt in Garad sitzt. Wirklich. Das ist nicht korrekt. Die Familie Garad ist nach wie vor in Garad. Das ist gut. Gut, ihr werdet also die notwendigen Maßnahmen treffen, um diese gefährlichen Artefakte sowohl vor Ghulen als auch vor möglichen Plünderern zu schützen. Und ich werde morgen euer Schreiben entgegennehmen und es, sobald es mir möglich ist, in Garad abgeben. Jawohl. So verstanden. Gut, nun haben wir uns alle eine Nachtruhe verdient. Dann, Ohren mit euch. Und mit euch, Hauptmann. Möchtet ihr anderen noch in der Zwischenzeit was machen, während dieser Runde Magazin ist? Ich würde gern in den Innenhof gehen, wo wir Rakalla von Horst nach Rabenmund begraben haben und mir ein paar Blümchen pflücken, diese ablegen auf dem Grab, vorher noch vielleicht ein wenig Grabpflege betreiben und... Kannst erkennen, dass auf dem Grab eine einzelne Blume gesprossen ist. Es ist tatsächlich die gleiche Blume, wie du auch gesehen hast vor der Brücke. Und jetzt, wo du auch wieder Farben erkennen kannst, nördlich von Wehrheim, ist es wohl eine, ja, im Sonnenlicht, Sonne schon untergegangen nach der Zeremonie, aber die Blume leuchtet tatsächlich von sich selbst aus, als ob sie eine kleine eigene Sonne in ihrer perfekten Symmetrie und in ihrer perfekten Kontur aufweist. Auf dem Grab von Rakalla von Horsen-Rappenmund. Ich würde mich dann vor das Grab hinknien, meinen Kopf senken, meine Augen schließen, meine Hände falten. Praios, höre einen deiner, nun, nicht gerade Diener, aber wir stehen zumindest auf derselben Seite, so hoffe ich. Ich bin froh, dass du ihrer gedenkst, sie vielleicht sogar in deine Paradiese aufgenommen hast. Ich hoffe, dass sie in Frieden ruhen kann, für jetzt und immer da. Praios Lobold, würde mich dann eigentlich heben. Ich noch den Kopf da noch einmal drehen auf das Grab. Guten Frieden. Würde ich dann umdrehen und weggehen.